Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück. Das sind wir auch schon. Wir wollen jetzt zu diesen zwei Dingern hingehen. Beziehungsweise mal gucken, was da ist, weil da müssen wir eh hin. Da aktivieren wir dann eine Schnellreise. Was haben wir denn hier? Ein Schlamm Deckarbeiter. Na, die sind ja überall gestrandet. So, hoppsa! Weiter geht's. Nur kurzer Blick hier einmal außen rum. Und dann gehen wir auch schon zur Schnellreise. Ah, die zwei nehmen wir jetzt aber mal noch mit, ha? Bam. Mal gucken, was unsere Skills hier sagen. Ja, die sagen einige pro. Der Block ist natürlich jetzt hier nicht so schön weg da. So, hier liegt dann nochmal ein Dokument, das nehmen wir auch mit. Ja, die lauern hier alle hier so. Okay. Ja, der eine hat sich da gerade schön entspannt hingesetzt, ist ja auch nicht schlecht. Jetzt noch ein One-Hit. Vorratskiste nehmen wir mit. Und weiter geht's. Überall Piraten, das gibt's ja gar nicht. So, wo sind wir denn jetzt? Schnellreise haben wir gleich und jawohl. Im lauten Dings hier von Piraten haben wir jetzt schon eine Schnellreise, ist aber mega. Uiuiui, hier zwei Stück machen wir einmal. Ups. Zwei auf einen Streich, ist immer nicht schlecht. Proviantkiste sammeln wir mit ein. Ist aber nicht schön, wenn er hier einfach so dumpf da hockt. Der taumelt jetzt noch ein bisschen, jetzt können wir den ja gemütlich hören. Na, hör mal. Kriegshammer Stufe 5, ja, mega. Was verteilen wir denn da für einen Punkt? Ich guck gerade mal. Danke für die Erschöpfung, wo du dich hattest. Angriffsschaden der Sessing, das ist das hier, seismische Welle. Rüstung um 20%. Das ist mal mega, das kann ich gebrauchen. So, wir aktivieren mal schnell die Schnellreise. Supi, jetzt müssen wir einfach nur noch hier kurz außen rum laufen, haben wir es ja auch schon geschafft, wenn es überhaupt außen rum geht. Bin jetzt mal hier spannend, aber scheint so da hinten zu der Burg, was ihr da sehen könnt hier. Na, jetzt hängt es ja gerade ein bisschen. Jawohl, das ist da hinten der Abschnitt. Wir kämpfen uns jetzt aber erstmal hier noch ein bisschen durch. Weil das ist eine Truhe, die ich haben will. So, was willst du jetzt ehrlich? So, wir landen dann wieder übers Wasser. Noch immer alles voll mit Piraten hier. Mal ganz kurz mal gucken jetzt hier, zack. Hey, was ist denn jetzt los? Warum hängt das jetzt auf einmal so? Beim nächsten Mal erhöhen wir auf jeden Fall mal wieder Stärke. Wir sind gar nicht noch da, wir sind noch da. Ich
Ich bitte zu entschuldigen, warum du jetzt gerade aktuell hier irgendwelche Faxen macht, ja? So. Aber es kann natürlich auch sein. Oh, hier sind Wildschweine. Oh, Papa. Nehmen wir mit. Ihr wisst ja, für den Häutungseffekt ist es nicht schlecht. Stufe 20 sind wir schon. Wir dürfen aber nicht mehr so viel mitnehmen hier. Jetzt sind wir hier auch gleich schon da. Ja, ihr meine, da hängt ja bei mir doch der PC. Im Hintergrund macht es natürlich bei mir noch was wie immer. Deswegen nicht wundern, warum der PC ab und zu mal spackt. Aha, was haben wir denn hier? Eine. Da sind wir. Wunderbar, die Aufgabe ist erledigt. Vielen Dank. Tu, was nötig ist. Du allein kannst sie aufhalten. Ich allein kann sie aufhalten. Dann bin ich mal gespannt, wo jetzt die Reise hingeht. Wir müssen hier auf jeden Fall in die Burg hier rein. Was brauchen wir denn da? Da, 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 da. Oh ja, okay. Gucken wir einfach mal. Na, da sind auch Gegner hier drin. Super. Na, und jetzt aber ein Erstaunen. Zweite ist auch vorbei. Jawohl. Ja, der mit seinem Schwert hier, das gefällt mir ja gar nicht. Ich muss erst mal gucken, wo lang wir jetzt genau müssen. Ja, wir sind schon richtig. Wir müssen nach da oben. Ist das hier für die Quest? Jawohl. Scheint mir außerdem, als sei das hier ein Zauberer gewesen. Stirb! Ja, du hier auch noch. Ja, ja, oha. Hammer. So. Na, jetzt gucken, wo wir jetzt hier hin müssen. Wir müssen einfach nur geradeaus in die beiden Dinger hier rein. Das heißt, eventuell laufen wir jetzt. Wir müssen außenrum laufen, wenn ich das so richtig sehe. Oder hier hoch. Ich glaube, hier hoch war. Das war richtig. Löcher schrecklich, wie das hier hängt, Mensch. Oh je, was ist denn jetzt hier los? Ja, ja. Wir müssen weiter. Wir haben auf jeden Fall in 27 Metern, oder hier ist irgendwas in der Nähe jetzt, entweder hier drinne. Wir brauchen hier oben den Eingang. Mal suchen. Immer in Ruhe. Immer oben mit. Also auf jeden Fall ist hier drin irgendwas. Muss nur gucken, wo es hier den Eingang gibt.
Ich denke mal hier hoch. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier hochkommen können hier irgendwie. Ist nicht möglich, okay. Hier gibt es einen Eingang, war mir klar. Sei still da. Ja. Wir krabbeln jetzt mal hier hoch. Schau mal eine an, da ist was. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier rein. Ich hoffe, das ist kein schwerer Boss. Ah. Na dann. Hui. Also die Dinger hier zerstören. Alter Schwede hier. Ja, ich glaube, das hier wird ein bisschen schwer hier. Den Altar zerstören hier irgendwie. Nein! Kurz davor. Tja, wir sind dann hier wohl 420 Meter weit entfernt. Müssen wir jetzt wohl machen. Aber gut zu wissen, dass man auf seinen Altar zerstören muss und dann ihn. Ja, wir gucken einfach mal, wie es dann jetzt hier läuft. So, aber da müssen wir da eine ganze Weile laufen. Es hier keinen schnelleren Dings hier in der Nähe gibt irgendwo. Ja, jetzt geht es hier los, Hauptsache. Machen wir nicht, wir wollen uns auch hier ein bisschen Platz hier verschaffen. Vielleicht brauchen wir einfach nur Schwert und Schild bei dem. So. Ich hätte mal gesagt, das ist. Vielleicht können wir auch so quer durchs Wasser. Mal gucken. Vielleicht ist ja das hier auch eine Option. Ja. Aha, was macht denn der hier? An meiner Vorratskiste. Was ist denn das? Ach, ein Wildschwein oder? Ja, ein Werner Wildschwein. Ich
Nehmen wir mit. Okay. Ja, wir haben deine Aufgaben noch immer nicht erledigt. Wir sind noch dabei. Also nochmal von vorne. Ich überlege gerade, ob wir Schwert und Schild hier irgendwo haben. Erstmal tun wir mal unsere Beute öffnen. Sehr schick. Was können wir hier erlernen? Das ist auch mal schön lernen. Oh, schau mal einer an. Wir haben eine Muskete erhalten. Das ist ab Stufe 27 in der Suppi. Wir hatten da Zeug, was wir gar nicht benutzen können. Ein Schwert, ein Schildchen haben wir noch da. Schwert habe ich auch noch ein besseres. Rapier. Ja, wir haben zum Beispiel ein Rapier gekriegt. Da ist es natürlich schlecht, kann man jetzt erlegen. Das Schwert setze ich mal an den ihrer Stelle. So, bleibt jetzt, denke ich mal. Wir gucken, ob das so vielleicht sogar so besser ist. Mal gucken. Ja, mit Schwert geht halt sie auch eindeutig schneller. Müssen wir hier ganz rein spazieren. So. Was klappert denn da immer so? Ach, da oben. Schüttet wohl jemand Lava auf uns ab. So. Ja, jetzt sind wir hier in der Burg mal wieder drin. Meine Lieben, der Rest gibt's in der nächsten Folge. Viel Spaß!